Hi, na? Schön, dass ihr da seid. Wir spielen ab heute Sackboy: A Big Adventure als Stream-Let's Play. Die ersten zwei Parts des Let's Plays sind ja schon als normale Videos online gegangen. Und jetzt zocken wir es zusammen im Stream bis zum Ende durch. Ich versuche die 100% auch weiterhin anzuvisieren. Wenn mal was nicht gefunden wird, dann könnt ihr mir ja auch gerne helfen. Und mit diesen Worten legen wir los. Ich dachte, ich gehe mit meinen Yeti-Haaren direkt mal in das Eislevel. Aber wir haben am Ende des letzten Parts ja auch noch hier etwas freigeschaltet. Vielleicht sollten wir da zuerst reinschauen. Freunde in gehobener Position. Heißt das, ich treffe jetzt meine Rich Friends? Wenn ich die mal hätte, ne? Ach so, nein, man braucht dafür wirklich Freunde. Jetzt Real Talk. Und andernfalls kann man das nicht spielen. Okay, ja gut. Wollt das ja nur geklärt haben. Also gibt es sozusagen exklusive Multiplayer-Level in dem Spiel, ja? Okay. Dann auf die Yetis, fertig, los. PS5 oder Xbox Series X? Bruder, das ist ein PlayStation-Exklusivspiel. Für PS4 und PS5. Und ja, du solltest die ersten zwei Folgen vielleicht noch gucken. Oder zumindest nachholen. Dann hast du alle Infos, die du brauchst. So, es wird kalt. Dabei ist mir gerade ganz warm. Meine Heizung regelt, möchte ich meinen. Aber solange mir das Spiel eine gewisse Abkühlung bietet, alles gut. Gabriel Koreng, danke für die Mitgliedschaft. Und willkommen. Ich finde, mein aktueller Skin passt einfach nur wunderbar zu dem derzeitigen Level. Nicht nur wegen den Yeti-Haaren, sondern auch wegen dem Bergsteiger-Outfit. Oh, cool, wie hier die Schneeflocken rumliegen. Das sind so Details, die machen mich an. Oh, was ist das? Ist das einer eine Träumerkugel? Nee. Aber man hätte da jetzt auch was anderes rausbekommen können. Die Frage ist halt, waren die Kugeln jetzt besser? Ja, nicht, ne? Ich glaube, die drei Kugeln waren drei normale. Aber wir haben halt stattdessen eine große bekommen. Und da oben ist eine Träumerkugel. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Aber, oh, was ist das denn? Bin ich jetzt auf einmal eine Weihnachtskugel oder was? Ja, super. Und wie komme ich da wieder raus? Oh, warte mal. Das sieht doch so aus, als könnte ich mir das nur in der aktuellen Glasgestalt holen. Aber Vorsicht, der Wind. Der Wind. Nicht runterfallen. Ja, wunderbar. Ah, mit L1 kann ich anscheinend auch wieder aussteigen. Die Gegner können mir, denke ich, in dem aktuellen Outfit nicht viel anhaben. Ich hätte halt jetzt dieses Mal zwei vorher einsammeln sollen. Das war ein bisschen doof meinerseits. Aber gut. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, den Highscore am Ende aufzustellen. So, erste Träumerkugel. Jace Lux, danke dir für eine Münze. Und Dark DeWalt, 4,5. Da freut sich einer über das Stream-LP. Das freut mich. Oh, da liegen auch noch ein paar Kugeln rum. Ich mag das nicht, dass manchmal, wenn so Kugeln auf einem Haufen liegen, dass sie dann kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Dann weiß ich immer nicht so recht, so, boah, wie soll ich denn da jetzt rangehen? Das Einzige, was beim Stream wahrscheinlich ein bisschen problematisch wird... Oh nein. Neben so idiotischen Aktionen wie das gerade... Ah, okay, ich komme doch noch hoch. Ist der Tag No Death. Ja, theoretisch musst du die Level ja alle auch nochmal ohne einen einzelnen Tod durchspielen. Ja, das könnte schwierig werden. Was ist denn da gerade eigentlich wieder für ein Timer abgelaufen? Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Ich fürchte es aber.
Okay, hier unten ist nichts mehr, glaube ich. Man kann die Kamera leider nicht so richtig verstellen. Das Spiel gibt's nur auf PS5, nö. Habe ich aber auch im Part 1 gesagt. PS4 und PS5. Auf PS5 läuft es halt stabiler. Und es gibt ein paar mehr Grafikdetails. Also könnte jetzt zum Beispiel sein, dass die PS4-Fassung diesen Glitzerboden nicht hat. Also solche Geschichten, ne? Nichts Dramatisches. Aber, das Spiel sieht halt... Alter! Um einiges besser aus auf der PS5, logischerweise. Okay, nächste Trümmerkugel. Haben wir was verpasst? Nein, sehr gut. Das sehe ich doch gerne. Spielst du das auch nochmal mit Juli? Nö. Ich habe auch noch gar keinen zweiten PlayStation 5 Controller, muss ich dazu sagen. Muss ich mir noch kaufen. Genauso wie die Ladestation, die will ich auch unbedingt haben. Ah, Bonus. Daniel Botwinko, danke für 2 Münzen. Hab heute Geburtstag, dann alles Gute von mir. Was wird denn das jetzt? Ach, das sind Bomben! Und du frisst die? Bro, warum hast du dich selbst so? Da muss ich aber auch so ein bisschen an diesen König Buu aus Super Mario Sunshine denken, weil dem musste man auch so Pepperoni ins Maul schmeißen. Das hier ist jetzt aber nochmal ein ganz anderes Level. Oh, schnell, schnell, schnell! Okay, geschafft. Dürfte die dritte Kugel sein. Und ein paar Sammelschellen, ja beste. Ich finde jedes deiner Videos cool. Das freut mich immens. Schade, dass nicht jeder der Meinung ist. Okay, gucken wir mal weiter. Bis jetzt sind die Level aber doch sehr kreativ und abwechslungsreich. Ja, ich hoffe, das Spiel kann das Niveau halten. Oh oh. Die müssen auf Zeit eingesammelt werden. Bei sowas weiß ich auch nie. Hängt das jetzt mit einer Träumerkugel zusammen? Oder mit einem Kostüm? Oder irgendwas? Nein? Hä? Aber ich habe alle eingesammelt, oder? Verdammt. Ja, wir gucken mal. Erstmal auf Kurs bleiben. Da ist schon wieder so ein Geschenk. Und diesmal ist auch wirklich ein Geschenk drauf abgebildet. Ich glaube, das nehme ich mir dann mal. Ja, war eine gute Entscheidung. Das war ein Kostüm. Holy shit. Ah, das ist aber fies, wenn es so auf Glück basiert. Ja, wobei, auf Glück ist es ja nicht, auch nicht ganz richtig. Aber du hast halt nur eine einzige Chance, das richtig zu timen. Wenn du es versaust, dann RIP. Oh, was? Die Gegner darf man nicht angreifen? Aus welchem Grund? Nur weil die da mit 5 km/h durch die Gegend rollen? Lächerlich. So, und ich sollte gucken, dass ich da noch irgendwie raufkomme. Ich habe das Gefühl, da ist noch was. Jo, knapper geht's auch nicht, ey. Kommt man da rein? Nee, da kommt man nicht rein. Hinten habe ich hoffentlich nichts verpasst, also lass uns mal weiterziehen. Ja, die Level werden schwieriger auf 100%, aber so soll es ja auch sein. Warte mal, kann man da rauf? Oder hier durch? Ah ja! Ah, no! Moment, geht's hier nochmal weiter? Nee, da ist eine Kugel, da ist eine Kugel. Okay, Sackboy macht den Yoshi und holt sich Kugel Nummer 4. Okay, gut. Ja, läuft. Ja, da war eine scheiß Idee, da so runter zu rollen. Fuck. Bleiben die Sachen, die man gesammelt hat, wenigstens gespeichert? Sehe ich das irgendwie? Ja, bleiben gespeichert, okay. Auch das Geschenk. Aber No-Death-Abzeichen hiermit... verhauen. Naja, also ich würde sagen, die mache ich dann immer off-cam, weil es die Level wegen sowas nochmal zu spielen, das lassen wir, denke ich. Okay, mal 2. Let's go. Nein, was tust du? Kann ich auch irgendwie angreifen? Oder geht das nur mit Speed? Ach, natürlich kann ich angreifen. Oh, ich bin so dumm.
Okay. Das hat sich aber gelohnt. Ja, man hätte noch viel mehr rausholen können. Jetzt wird's zwecks Highscore nochmal knapp. Mir fehlt ja auch noch eine Träumerkugel. Ist die nicht hier irgendwo? Also würde sich zumindest anbieten. Das sollen, glaube ich, nur Bumper sein. Also nichts weiter Interessantes. Boah, ich habe so Schiss, dass ich was verpasse, ne? Nicht, dass das jetzt das Ziel ist. Zockst du auch privat? Ja, halt fast keine Zeit, aber ja. Was zum Teufel? Der rollende Yeti. Was? Oh shit, bin ich jetzt bei Crash Bandicoot? Oh fuck. Nein! Oh, ich bin RIP. Ich bin RIP. Da könnte was drin sein. Da ist was drin! Schnell, mach hinne! Oh. Okay, wir haben ein bisschen Boden gut gemacht. Oh, dann sind wir tatsächlich ohne Tod durch. Das macht aber den Fail von vorhin nochmal belastender. Ah, shit. Okay, habe ich denn sonst wenigstens alles? Und den Highscore vor allem. Komm, gönn. Ja. Der Yeti-Körper. Sehr gut. Wie lange machst du? Keine Ahnung. Vielleicht machen wir die ganze erste Welt fertig. Schauen wir mal. Das hängt auch vom Erfolg ab. Also wie schnell wir durchkommen und was wir alles vergessen. Geschenke haben wir alle. Dann das zweite Abzeichen auch. Das war jetzt irgend so ein Ding, so ein Zauberwürfel am Ende des Levels. Keine Ahnung, wofür der ist. Aber eben nicht das No Death. Aber das wird nicht das letzte Mal sein, dass das fehlt, glaube ich. Hauptsache, die Träumerkugeln sind alle in unserem Besitz. Nächster Sticker. Aha, ein Yeti. Sehr passend. Und ich sag Dankeschön an Leni für 10 Münzen mit dem Superchat. Einfach ein kleines Danke für die immer tolle Unterhaltung. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen, mein Liebe. Oh, eine Trophäe, cool. Leon Breuer ist noch Mitglied geworden. Account 1 lässt 20 Münzen da. Bin seit ein paar Tagen in Quarantäne, weil ich positiv getestet worden bin und gebe mir seitdem dauerhaft eine Let's Plays. Gegen die Langeweile, hoffe, du bleibst weiterhin gesund. Ich wünsche dir alles Gute und dass das schnell und vor allem glimpflich zu Ende geht. Stelle ich mir etwas problematisch vor. Ah, da ist ja das, was wir gerade gesammelt haben. Was ist das? Strickritterprüfung. Willkommen im Strickritter-Trainingsbereich, wo mutige Sackfiguren ihre Weltrettungsfähigkeiten verbessern und lernen, wahre Helden zu werden. Sammle einfach die Energie, die frühere Ritter in der kunstvollen Welt hinterlassen haben. Und du kannst neue Herausforderungen freischalten. Okay. Ah, ich habe hier auch trainiert, als ich noch ein frisch gestricktes Hackgirl war. Der beste Weg, um sein Potenzial zu erkennen. Aber es wird nicht einfach. Also, viel Glück. Also, das sind Challenge-Level, ja? Oha! Jetzt kommt's dicke. Damn. Das hat jetzt so richtige Super Mario 3D World Hardcore Level Vibes. Ach, das ist sogar auf Zeit alles. Ja, moin, ey. Okay. Minus 2? Wieso minus? Scheiße, ich bin schon tot. Okay, das wird wild. Wenn es am Anfang schon so reinhaut, wird das wild. Aber wieso minus 2? Ich dachte, das bringt mir mehr Zeit.
Ach so, es werden... Oh, okay, 2 Sekunden von meinem Timer abgezogen. Jetzt verstehe ich das. Ja, gut. Ja, aber das ist so böse. Du darfst die halt nicht mal berühren, diese Gegner, ne? Kann ein bisschen strampeln, um so die Landung zu verzögern, aber das war's auch schon. Ja! Nein! Weiß auch nie, von wo die kommen. Das macht's echt schwierig. Ja, hier wechseln sie sich ab. Und das ist das Ziel. Second try. Alles gut. Was? Du hast Strickritter-Herausforderung. Geht jetzt kommt Stücke abgeschlossen. Oh nein, jetzt kommt es auch noch auf die Bestzeit an. Okay. Goldpokal gibt's für unter 35. Also wir haben ihn. Ist die PS5 bei dir leise? Nee, die macht schon ein paar Geräusche. Deswegen mache ich mir Sorgen, dass ich die vielleicht zurückschicken muss. Aber jetzt warten wir erstmal ab, bleiben wir cool. Freuen uns über den Sieg hier. Kann man die nachfolgenden Prüfungen auch gleich machen oder kommt es dann mit zunehmendem Fortschritt? Ganz famose Vorstellung, wie die Ritter früher zu sagen pflegten. Vermutlich. Aber egal. Du warst toll. Danke. Ach so, man braucht immer so einen Zauberwürfel, um eins dieser Level freizuschalten und 15 gibt's insgesamt. Dann dürfte das nächste Mal sehr interessant werden. Das ist schon challenging. Was ist dein Lieblings-Mario Party? Mario Party 2. Schiefe Töne im Paradies. Ich würde jetzt aber erstmal wieder zurückgehen wollen zum Modetyp. Oder kann man sein derzeitiges Outfit auch auf der Overworld ändern? Ich glaube nicht, ne? Du bist es. Ich hab mich schon gefragt, warum es ihr plötzlich so stylisch ist. Haha, oder? Spielen wir jetzt mal als Connor von Detroit. Ja, ein toller. Yeah. Den hat man noch nicht. Ich finde, die Stimme passt null zur Oma. Die von eben? Nee, die finde ich eigentlich ganz gut, die Stimme. Schiefe Töne im Paradies. Wer singt denn hier so schlecht von euch? Robin Co., danke für die Mitgliedschaft. Und Jerry DLX lässt 3,50 Euro da. Moment, ich mach weiter so. Hier eine kleine Donation für die Corona-Zeit. Meinst du, es macht Sinn, bis zum Black Friday zu warten für die PS5-Gadgets oder allgemein für einen zweiten Controller? Das schon eher, ja. Also für die Konsole auf gar keinen Fall. Aber es kann schon sein, dass es das ein oder andere Zubehör günstiger gibt, ja. Also wenn du ein bisschen drauf warten kannst, dann mach das. Werde ich wahrscheinlich auch tun. Irgendwie kommt mir der Soundtrack bekannt vor. Ist das eine Referenz an ein altes Little Big Planet? Ja, Moment mal. Bin ich bescheuert oder ist das Bruno Mars? Sein, oder? Aber es klingt übelst nach dem. Der sollte das Spiel lieber nicht kaufen, sonst kriegt er, glaube ich, erstmal einen Anfall und haut seinen Anwalt an, so von wegen, oh. Die Musik kommt einem bekannt vor. Okay, ich bin also nicht der Einzige, der es so empfindet. Ist das nicht Bruno Mars? Also denkt ihr auch an den, ja? Lol. Hä, aber ist er das nicht wirklich? Ich weiß nicht, wie der Song heißt. Ich kenne den zwar aus den Charts, aber ich bin jetzt kein Bruno Mars Fan. Deswegen kein Plan. Ist aber so der einzige Song, den ich von ihm so einigermaßen mag. Oder kommt man rauf irgendwie? Ah ja! Doch, das ist Uptown-Funk. Heißt das so? Hä, aber die können doch hier keine Musik von Bruno Mars ins Spiel bringen.
Wobei, ja, an sich geht's schon, aber dann müsste man das rechtlich vorher klären. Und der wird da bestimmt nicht wenig Geld für nehmen. Vor allem ich habe jetzt ein Problem. Weil das Video wird 20-fach weggestrikt. Und mir wird mein ganzer Besitz genommen. Ich bin tot, Leute. So gucke ich auch gerade. What the hell? Doch, ist Bruno Mars. WTF? Mute den Sound. Ja, jetzt ist schon zu spät. Das ist der echt? What the hell? Ja, dann will ich jetzt aber auch einen Michael Jackson Song. Wie gesagt, ich bin absolut kein Fan von dem. Aber der Song ist gut. Lol. Dafür nehme ich den Claim doch in Kauf. Das ist ja mal krass. Also ich weiß nur, dass es bei den Little Big Planet Spielen auch immer Probleme gab mit den Soundtracks. Aber ich glaube, da waren das keine Chart-Songs. Mein Little Big Planet 3 Let's Play ist zum Beispiel auch fast komplett weggeclaimed. Einige Parts waren kurze Zeit gesperrt, sollten aber wieder verfügbar sein. Mann, wie mache ich diese blöden Dinger denn kaputt? Ach so, mit der Rolle geht's auch. Okay. Copyright. Ja, allerdings. Werde ich später ein Problem kriegen. Oder wer weiß, vielleicht wird der Stream auch gleich down genommen von YouTube. Weil es muss ja nur irgendein Mitarbeiter lost sein und denken, yo, da ist jemand, der streamt einfach mal copyrighted Music. Man weiß es nie. Schon alles vorgekommen. Oh, warte. Secret! Oh yeah. Ist das normal, dass die PS5 so laut ist? Nein, sollte sie nicht sein. Ist schon ein geiles Level. Wird ja immer nicer hier. Oh, jetzt stellt euch mal vor, jetzt kommt noch irgendwie, weiß ich nicht, Beat It oder so. Weil ich sag mal so, wenn da jetzt ein Song von Bruno Mars kommt, dann wird das nicht der einzige Künstler sein, der hier sein eigenes Level bekommt, schätze ich. Ja, doch, der Song ist schon geil. Muss man wirklich zugeben. Oh, ich hab mal zwei aktiv? Was? Tatsächlich. Ja, dann los! Nein! Lass mich rauf! Ich brauch Kugeln, ganz viele Kugeln für den Highscore. Gönn! Du sollst gönnen! Nein, ich wollte nicht runter! Oh, lost. Schmutz. Coffin Dance. Nee, kommt hoffentlich nicht vor. Nein, die Kugel ist lost. Apropos Kugeln, habe ich nicht. Fehlt mir eine oder was? Nee, ich habe alle. Okay. Geilo. Da hinten ist auch das Ziel. Connor ist auch am Updancen. Ja, ich glaube, Connor hat das gerade richtig gefühlt. Und ich auch. Also, es war ein geiles Level. YouTube, dafür lasse ich mich doch gerne claimen. Hau rein, komm. Hau rein. Oh, hier waren sie sogar recht großzügig mit dem Highscore. Nur 3500. Und dann habe ich gerade wirklich eine Perücke bekommen, die so aussieht wie die Haare von Bruno Mars. Nur in beige, glaube ich, war es. Lel! Sah echt so aus, ne? Coffin Dance 2 Millionen Aufrufe garantiert. Ja, gut, aber wenn das weggeclaimt wird, dann bringt mir das ja nichts. Außer alle diese 2 Millionen Viewer abonnieren den Kanal und gucken meine Videos danach noch. Aber wir wissen alle, dass das nicht der Fall ist. Ja, nice. Hier haben wir alles. Das war jetzt eine schöne Überraschung. Bin mal gespannt, welche Musiklevel wir in Zukunft noch zu sehen bekommen. Jetzt hoffe ich auch auf mehr Musik.
Marco Lange, danke für die Mitgliedschaft. Und Nikeli, 2009 lässt eine Münze da. Kuss. Oh, was ist das jetzt hier? Ein UFO? Eishöhlensprint. Okay. Eishöhle. Auf den Yeti habe ich... Ach, das... Oh, oh, lol. Das ist sogar ein komplettes Bruno Mars Outfit. Aber Digga, wieso ist denn das so komplett übertrieben? Oder ist er jetzt schon so abgehoben? Also, ey, wenn ich mir mal so ein blödes Gucci-Shirt hole, heulen alle rum. Wenn ich so rumrennen würde. Oh. Gebt euch das mal. Aber gut. Okay. Okay. Ist das jetzt nochmal so ein Speedrun? Vor allem das... Ah, oh, okay. Ich glaube, das ist die Yeti-Passage, aber rückwärts und auf Zeit. Ja, ja, sieht genauso aus. Oh, Schmutz. Einfach schon direkt am Anfang einen Gegentreffer. Belastend. Was ist das denn hier? Ah, okay, minus 5. Das Wichtigste ist, dass du die Sachen einsammelst. Ohne die hast du wahrscheinlich gar keine... Ah, ich dachte, das spawnt was. Gar keine Chance auf den Highscore. Auf die drei Kugeln. Ob das jetzt First Try gelingt, werden wir sehen. Kommt drauf an, wie schwierig das ist. Aber wir sind ja noch in Welt 1, also sollten die noch etwas Mitleid haben. Ja, ich bin ein bisschen zu viel geflattert. Aber 14? Wie viel brauche ich? Ja, lol. Locker. Wo ist Folge 1 und 2? Auf meinem Kanal. Also ich habe gesehen, dass sie keiner geschaut hat. Also zumindest Part 2, aber ist auf jeden Fall auf meinem Kanal. Oh, schönes Bild. Mega cooles Bild. Du findest aber auch eine Playlist in der Videobeschreibung. Also da einfach draufklicken und dann sind da alle Folgen dieses Let's Plays. Eishöhlensprint geschafft. Wow, also die Level werden wirklich immer besser. Und wir haben 30 Träumerkugeln. Top. Sally. Kuss, danke für 35 Münzen. Gönn dem LP alle einen Like. Tommy macht Top-Job und sorgt für Top-Unterhaltung in allen Lebenslagen. Freut mich, dass es dir gefällt. Danke fürs Dabeisein. Und jetzt geht's nochmal zu einem Somsom-Lampen-Challenge-Level. Beim letzten Mal konnte man da Sammelschellen verdienen. Diesmal ist es auch so. 3, 2, 1,5, 1, los! Aber ein anderes Spiel. Ah, ich dachte zuerst, ich müsste per Bewegungssteuerung das Brett steuern. Aber nein, wir müssen einfach nur geschickt die Sammelschellen einsammeln. Am besten natürlich die großen, aber ich sag mal so, man kann hier deutlich weniger beeinflussen als bei dem ersten Somsom-Minigame. Weil je nachdem, ob du in der Nähe von so einer großen Kugel bist oder nicht, kannst du deine Punktzahl natürlich enorm verbessern. Ja. Aber super viele, gerade am Anfang, sind halt in die Hölle runtergefallen. Ich konnte das eigentlich nicht verhindern, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Aber ja, 124 ist besser als nichts. Und ich glaube, damit können wir uns ein neues Outfit gönnen. Ja, auf jeden, oder? Wie viel haben die gekostet? 350? Wobei, es gab auch noch ein ganz teures Louis Vuitton-Shirt. Schau mal. Du bist bei Zoom. Hier kannst wobei, du dir ein Outfit wobei, das hier ist eh das Geilste. Mit feuriger Fashion und strahlendem Stil blenden. Genau, das hier meinte ich. Das kostet 1000. Oh, schwierig, schwierig. Ich glaube, ich nehme mal den Jack. Die großen Flieger. Was? Runterlaufen ist schneller als hochlaufen. Macht Sinn. Aber ich meinte so, wenn ich im vorderen Bereich war, das war am Anfang relativ häufig der Fall, und hinten fällt eine Kugel runter, habe ich eigentlich keine Chance, sie zu holen, wenn gerade so eine Schräglage ist. Wer weiß, vielleicht hatte ich Pech. Aber ich sag zu den 124 oder wie viel es waren, jetzt auch nicht nein. Hauptsache, es hat gereicht für ein neues Kostüm.
Ist hier eigentlich Bonus oder was, was ist hier? Okay, also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Sogar ein Level mit den meisten Kugeln. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ob ich Ratchet & Clank Rift Apart spielen werde? Ja! Das wird wahrscheinlich auch ein Stream-Let's Play. Aber wir spielen's. Gleich mal mit unserem neuen Kostüm rein in Hüte dich! Passt ja sogar einigermaßen. Ich bin jetzt auch so ein Tier. Oh, Sequenz. Der Stoff. Der außergewöhnlich große Kopf. Du musst ein Säckling sein. Sehr selten in freier Wildbahn anzutreffen. Ich bin Gerald Strudelgaff. Hallo, führender Wildtierexperte der kunstvollen Welt. Der Einfluss des Aufruhrs hat auch anomalerische Auswirkungen auf die lokale Fauna. Diese armen Sauser zum Beispiel. Vielleicht kannst du versuchen, so viele wie möglich wieder in ihre Pferche zu bringen. Sie werden es dir danken. Na los, bring so viele Sauser zurück in ihre Pferche, wie du kannst. Sein Ernst? Ich soll jetzt Schafe sammeln? Du hast doch einen Arsch offen, Mensch. Boah, das sieht so schön aus mit dem Teppich. Oder Leute, müsst ihr doch echt mal festhalten, das Spiel ist so schön. Ein guter Naturkundler sorgt immer für Ordnung. Stehen bleiben! Ja gut, das Ding ist ja schon von alleine da reingerannt. Aber ich schätze, die haben halt auch Angst vor mir. Ja genau, und rennen dann weg. Okay, also es ist so ähnlich wie in Zelda Twilight Princess zum Beispiel. Es ist unsere Pflicht, die Sauser zu retten. Du schaffst das schon. Na los. Kann ich die auch packen? Ja gut, dann machen wir es so. Ah, das gibt schon die erste Kugel. Okay, coole neue Level-Idee. Ist auch gar nicht so schlimm, wie ich jetzt im ersten Moment dachte. Die scheinen ja alle hier in dem ersten Screen zu sein. Okay. Hier schon wieder jede Menge Toilettenpapier. Leute, also wenn ihr noch was zum Hamstern braucht, hier werdet ihr fündig. Ein Wollstrickpulli. Da fällt mir gerade ein, ich habe bislang noch eigentlich gar nicht mit den Kostümteilen gearbeitet, die ich so in den Leveln gefunden habe. Aber es wird bestimmt bald eine Passage kommen, wo ich mir keine neuen Kostüme leisten kann und dann nehme ich die halt her. Was macht denn der Eierkarton da oben? Mario Odyssey Wipes? Warum Mario Odyssey? Musste man da auch irgendwas jagen? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Oh, ich kann die sogar schlagen. Also wenn ihr nicht spurt, dann werde ich gewalttätig. Oh, verdammt. Zu lange gewartet. Nicht meine Kugeln runterschmeißen, ihr Freaks. Wo ist denn überhaupt das Sammelloch? Im ersten Bereich war das relativ klar zu sehen und jetzt? Oder hier? Nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ey, du sollst mitkommen, du Scheißteil! Warum ab jetzt als Stream Let's Play? Ja, weil es leider als Let's Play gescheitert ist. Ich es aber unbedingt spielen möchte und deswegen machen wir es als Stream, damit ich mir ein bisschen Druck rausnehmen kann. Außerdem macht's auch so Spaß. Wir hatten jetzt schon länger kein richtiges Stream-Let's Play mehr. Jetzt ist es wieder soweit. Ah, hier. Da müssen sie rein. Okay, wir haben wenigstens alle fünf. Besser ist es. Man musste auch da Schafe zurückbringen. Bei Mario Odyssey? Hä? Welches Level? Oh, Scheiße! Wow, auf die letzte Sekunde, Alter! Okay, ich hab alles. Zum Glück habe ich meine 5 Paletten Red Bull. Wenn du wegen des Streams meinst, die Parts werden jetzt nicht so mega lang sein. Ich schätze mal, wir machen eine halbe Welt pro Stream-Part.
Jetzt hier heute vielleicht ein bisschen mehr, weil die ersten zwei Parts, wie viele Level haben wir da geschafft? 3, 4? Aber wenn ich richtig gesehen habe, dann ist es gar nicht mal mehr so weit bis zum ersten Boss. Laut Karte. Hey, warum ist denn schon wieder ein Timer? Boah, ich bemerke das manchmal gar nicht, wenn ich die Kacke aktiviere. Habe ich alles? Nein, habe ich nicht. Wo ist denn noch was? Keine Ahnung, aber hier ist noch ein Geschenk. Oh, 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 oh. Okay, warte. 1, 2, 3, 4. Yalla. Danke. Ein Pilzkönigreich? Musste man da Schafe jagen? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Wüste und Pilzkönigreich lese ich gerade. Tja, ist halt auch schon 3 Jahre her, ne? Wie krass ist denn der mir gerade ausgewichen? 200er IQ. Ja, wobei, so viel dazu. Da versteckt sich auch noch einer. Kommst du her? Was ist deine Favorite-Konsole? SNES, GameCube, Nintendo Switch. Und die beiden neuen Konsolen von Microsoft und Sony finde ich jetzt eigentlich auch ganz geil, weil halt die Leistung so unfassbar heftig ist. Gaming wird sich jetzt nochmal so mega weiterentwickeln, weil ihr dürft auch nicht vergessen. Oder sagen wir es anders. Leute, die so ein bisschen weniger Ahnung haben, labern immer, ja, was freut ihr euch jetzt darüber, dass die neuen Konsolen 10, 12 Teraflops haben? Das habe ich mit meinem PC schon seit Ewigkeiten und noch viel, viel mehr. Ja, richtig. Habe ich auch. Ich habe wahrscheinlich 20.000 Teraflops in meinem PC, Lul. Aber die Spielentwicklung hängt immer an den Konsolen. Und Gaming kann sich nur weiterentwickeln, wenn auch die Konsolen sich enorm weiterentwickeln. Und wir haben jetzt leistungstechnisch den größten Sprung aller Zeiten, würde ich jetzt mal fast sagen. Man sieht es vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick. Und auch gerade jetzt zum Start noch nicht. Ja, also so ein Sprung von NES auf SNES oder SNES auf N64, das war visuell noch ein bisschen ersichtlicher. Aber wie viel Leistung hatte die PS4 und die Xbox One? 1, 2 Teraflops, oder? Ich bin da jetzt nicht ganz... Nee, waren ein bisschen mehr. Sagen wir maximal 4. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher. Und dadurch, dass wir jetzt so einen mega Sprung haben, wird sich Gaming einfach so megamäßig weiterentwickeln, auch für den PC. Weil so viel mehr jetzt möglich ist, erst recht auch wegen den SSDs. Ladezeiten werden sich revolutionieren. Entwickler haben jetzt ganz andere Möglichkeiten als vorher. Also so für die gesamte Industrie ist das jetzt wirklich ein Megasprung. Das darf man nicht vergessen. Natürlich ist ein PC immer noch am stärksten und wird es auch immer sein. Aber auch ein großer Punkt ist, PS4 und Xbox One waren schon veraltet von der Leistung her, als sie rauskamen. Bei den aktuellen Konsolen ist das nicht der Fall. Die sind relativ par. Mit den aktuellen Möglichkeiten. Das war eine wirklich außerordentliche Hüterleistung. Ich werde das in meinem Buch vermerken. Säcklinge sind die geborenen Hirten. Und vor allem die 400-500 Euro, die man für die Konsolen hinblättert. Klar, es ist viel Geld. Aber wenn man das jetzt mal für einen PC zusammenstellen würde, wo immer mich das auch hinführt, müsste man das Doppelte, wenn nicht Dreifache zahlen. PS4 hatte 2 Teraflops, die Pro 4. Siehst du? Jetzt haben wir bis zu 12. Das ist eine Verfünffachung. Oder 3 bis 5, je nach Ansicht. So, ich hoffe, ich habe alles. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so ein blödes Kostüm irgendwo übersehen. Weiß nicht. Dieses Foto. Richtig geil. Komm, gönn bitte. Okay. Gestorben bin ich auch nicht. Highscore habe ich gehabt, oder? Wobei, hier ist es eigentlich scheißegal, weil du kriegst die Kugeln ja so oder so. Egal. Passt! Siehst fitter aus. Ich habe heute auch ein bisschen länger geschlafen, ja. Hattest du Probleme mit deiner PS5? Ja, leider schon. Mein Front-USB lädt den Controller nicht auf.
beim Übertragen der PS4-Daten ist das meiste nicht durchgekommen. Und ein paar Geräusche macht sie auch. Oh, sehe ich richtig, dass das jetzt das letzte Level vor dem Boss ist? Ja, dann kommen wir ja richtig gut durch, Leute. Dampf ablassen. Machen wir. Mit... Gibt es einen Skin, den ich noch nicht genutzt habe? Ah, doch, hier. Ich glaube, den Ghost of Tsushima Skin. Oder Days Gone. Hatte ich Days Gone schon? Nee. Nehmen wir ihn. Ein Zug. Und sie wieder. Sehr gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir und Vex steht nur noch diese wirklich sehr sichere und absolut ungefährliche Zugfahrt. Ah ja. Was? Ah, Scheiße! Nein! Warte, ich starte nochmal neu wegen dem No-Death. Ich dachte, ich muss runterspringen und lande dann auf dem Zug, aber nein, da stirbt man! Huch! Sehr gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir ach so! Und nur noch diese oh, das habe ich nicht gesehen. Ich finde die Optik vom Spiel so schön. Ich auch. So, jetzt kommt aber der gefährliche Zug. Bis jetzt spendet er mir nur Kugeln, aber das wird bestimmt nicht so bleiben. Aber hey, ich habe doch hier einen mobilen Checkpoint. Oder? Was ist das? Schrauben, die meinen Zug kaputt machen. Fuck, wie könnt ihr nur? Wobei, wie durch ein Wunder, schließt sich das Loch wieder. Oh, hier rüber. Einmal mal zwei. Ah, das Level ist aber auch eins mit etwas mehr Druck. Weil wenn du hier einen Secret verpasst, dann hast du eigentlich keine Chance, es nachzuholen. Ich sehe es kommen, das werden wir nochmal spielen müssen. Aber jetzt reißen wir uns erstmal den Hintern auf. Und versuchen... alles zu bekommen, was geht. Hier könnte ein Kostümbeispiel sein, oder? Nein, lass mich. Ja, tatsächlich Kostüm. Okay. Für den Anfang läuft das gut. Und ich frage mich, ob man hier wirklich einen mobilen Checkpoint hat. Also wenn irgendwas passiert, ob man dann wieder da starten darf. Ich schätze aber schon. Oh, was kommt denn da bitte angerollt? Das erinnert mich voll an Spikes. Aus dem Mario-Universum. Ach, ihr seid das. Warte, da könnte sich auch noch was verstecken. Oder? Nein? Na, ich musste jetzt weiterziehen. War ein bisschen zu langsam. Crap. Oh. Alles sehr knapp bemessen, Alter. Hey, meine Kugeln! Hyperspeed. Wow! Kipp mich nicht um! Nein! Was ist denn das für eine? Ach du! Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. War das nicht einer der ersten Gegner, die wir getroffen haben? Der gibt einem Sammelschellen? Ja, geil. Okay, Verdopplung aktiv. Coolig. Sehr geil. Oh, lol. Das war böse. Noch haben wir aber keine Kugel verpasst. Irgendein Timer läuft gerade wieder ab. Ich habe keine Ahnung welcher. Ah, ach so, die Verdopplung. Okay. Ja, hätte man jetzt noch ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber ich bin zufrieden. Oh, ich hasse diese Geißböcke. Die sind so schwer zu besiegen. Okay, außer in dem Fall. Das lief gut. Wo sind die Alpaka von gerade hin? Die waren gerade noch auf der Wand und dann waren sie weg. Soll das so sein oder war das ein Bug? Oh, was hast denn du da? Ey! Kostümteil.
Hey, es läuft aber richtig gut in dem Level für uns. Lol. Oh shit, wie komme ich darauf? Achso, ganz easy. Wie man es kennt. Rollen, einsammeln, runter. Nächstes Kostümteil. Let's go. Oh ja. Nee, ist gar kein Kostümteil. Das ist so eine Einsammelgeschichte. Eigentlich gar nicht so wichtig. Komm, wenn ich jetzt noch was verpasse, dann bin ich echt traurig. Weil das lief gerade so schön und flüssig. Eine Kugel noch, oder? Was spielst du da? Ja, den Titel schauen hilft. Nein, du Krüppel, lass mich! ETF? Was passiert denn nun wieder? Nein! Oh mein Gott, wir stürzen ab! Okay, hier ist das Ziel. Aber ich habe doch noch nicht alles. Doch, ich bemerk's nur immer nicht. Was bin ich für ein Idiot? Ja gut, okay. Bei dem Level musste man sich jetzt aber auch mega konzentrieren. War spaßig. Richtig, richtig coole Zugfahrt. Für den Highscore reicht's auch, oder? Mhm. Was? Nein! Was? Warum? No joke? Kostüme habe ich auch nicht alle? Okay, krass. Wo habt ihr aufgepasst? Habt ihr gesehen, was ich verpasst habe? Shit. Sehr gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir und Vex steht nur noch diese Birke. Shadow Kina, danke für 10,99. Beim Start des Levels stehen rechts immer Punkte, die man braucht. Hä, was meinst du? Ich habe so intensiv gekämpft und alles. Wie kann das denn mit den Kugeln bitte nicht gereicht haben? Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht so optimal. Ich glaube, ich habe auch wieder einen Fehler gemacht. Weil ich habe eine Vermutung, wo was sein könnte. In dem Bereich, wo wir gerade eben waren, da waren ja auch so zwei so Pflanzen. Vielleicht muss man die zerstören und da ist dann was drin. Könnte ich mir halt noch am ehesten vorstellen, aber ich habe die jetzt zum zweiten Mal verpasst. Und nicht aufgepasst. Es gibt Abzug. Ja, dann können wir es jetzt gar nicht mehr schaffen, oder? Ganz ehrlich. Außer ich raste bei der Verdopplung richtig aus. Dann vielleicht. Hier oben ist auf jeden Fall auch nichts. Das war auch noch eine Möglichkeit. Boah, ich habe keinen Plan, Mann. Im Loading-Screen stehen, wie viele Punkte du brauchst. Ja, gut, okay, aber... Das Kostümteil ist jetzt erstmal das Wichtigste. Das muss ich ganz dringend finden. Einfach mal eine Trophäe. Mann! So, jetzt hier. Verdopplung. Alles mitnehmen, was geht. Ja, das Risiko muss sein. Aber ich habe das Kostüm immer noch nicht.
Das hier ist auch eine ganz wichtige Verdopplung noch. Dann holen wir uns noch hier die Kugeln. Und sterben, oder was? Ja, moin. Ich glaube, das wird wieder nichts. Gib ihm. Wir können es ja auch so machen, dass wir die Sachen, die wir nicht finden, einfach im nächsten Stream nachholen. Und ich schaue halt nach, wo es gewesen wäre. Weil auf Krampf suchen macht natürlich auch keinen Bock. Oder habe ich das hier ausgelassen? Ach nee, das ist ja dieses Zeugs hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung! Oder fehlt mir einfach der Preis für den Highscore? Das kann ja sein, dass das damit reinfließt. Das weiß ich gar nicht. Was braucht man? 8000, oder? Ja, wird schwer. Shit, nicht sterben. Ich habe 6700. Das ist halt noch weniger als vorher, Alter. Hä? Okay, das ist echt übel. Da sind sie gnadenlos. Dann werde ich das Offcam machen müssen. Schade. Okay, zu wenig. Übersehe ich vielleicht irgendeinen Secret-Raum? Was ärgert mich jetzt? Ich würde das halt schon gerne schaffen. Oder meint ihr, wir sollten es noch einmal versuchen? Drei Versuche so, ne? Dann haben wir alles gegeben. Adina89, danke für 5 Münzen. Willkommen im Stream. Nicht einmal sterben. Der Tod hat es vielleicht rausgerissen. Ich würde es auch echt gerne nochmal ohne Tod probieren. Wenn es dann nichts wird, okay, dann ist es halt so. Schau mal am Anfang, wie beim ersten Level. Ja, ich guck mal am Anfang, aber ich glaube, das Kostümteil, was fehlt, ist wirklich das, was für den Highscore gedroppt wird. Verdopplung kannst du noch ein bisschen später aktivieren, bringt aber auch nicht viel. Ja, ich schnall's nicht, also... Zwischen dir und Rex steht nur noch diese wirklich... Die sind da richtig, richtig gemein. Bisher waren sie großzügig, was die Scores anging, aber hier wird dir alles abverlangt. Also letzter Versuch. Wenn es jetzt nichts wird, dann ist es halt so. Vor allem muss ich diesmal diese Pflanzen erwischen. Bin mir nicht mehr sicher, ob ihr wisst, was ich meine. Aber diese zwei großen Kugeln, die man zerplatzen lassen kann, die meine ich. Komm, gepär den Scheiß. Diese zwei Gegner zu besiegen macht halt gar keinen Sinn. Also zumindest nicht am Anfang. Jetzt vielleicht noch, ja. So, ich meine den Scheiß da. Aber da war jetzt auch nichts drin, ne? Nee, da war nichts. Okay. Dann müssen wir jetzt tryharden. Gibt's nicht eine Möglichkeit, die Kugeln da unten noch zu nehmen? Nee, ne? Shit. Ich habe ja durch den Tod eigentlich auch nur 200 verloren. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Daran kann es ja nicht gelegen haben. Bringt mir das überhaupt was, das hier noch einzusammeln? Eigentlich nicht, ne?
Ich lasse es mal. Stirb! Oh, ich habe diesen Affen nicht getroffen. Fuck, Alter. 3400. Ich weiß nicht, wie viel ich vorher an dem Zeitpunkt hatte. Aber von den normalen Kugeln haben wir, glaube ich, noch keine verpasst. Das hier ist halt schwierig. Aber wir haben sie. Ja, wir haben sie. Okay, diese Schwachmaten gleich bearbeiten. Ganz wichtig. Aufpassen. Okay, chillig. 4K. Ah, okay, hätte ich vielleicht jetzt mit Verdopplung einsammeln sollen. Und den kriege ich nicht mehr besiegt. Scheiße. Ja, aber Digga, was musst du da alles machen? Krass. Nein! Oh, damn! Schnell für die Verdopplung die einsammeln. Wichtiger. Und rüber, 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 komm. Oh, das wäre so nice gewesen, hätte ich die in der Verdopplung geschafft. Ah, außerdem ist rechts besser. Verdammt. Ja, RIP. Oh, Mann! Scheiße! Ich will mir jetzt aber den Hintern aufreißen, Mann. Nächster Versuch. Sehr gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir und wir gehen nachher dann auf die rechte Seite. Dann kriegen wir gleich den Ballon. Da ist auch noch was drin. Dann haben wir diesen Struggle nicht. Warum ist das hier so schwer? LOL. Alles klar. Sackboy, du bist schon fast oben. Zwischen dir und Vex steht nur noch diese wirklich sehr sichere... Jetzt sind alle wach. Salt geht los. Ja. Weil jetzt kommt es mir so arschschwer vor, da platze ich. Man hätte es doch auch echt bei 7000 oder 7500 belassen können. Aber wenn ich einmal noch bis zum Ziel komme und das dann nicht reicht, dann akzeptiere ich es. Dann ist es halt so. Vorher will ich dem Spiel aber zeigen, dass ich der Boss bin. Also da in den Pflanzen sind gar nicht mal so wenig. Ach, die Gegner lassen sich dadurch auch verdoppeln, oder was? Okay, krass. Dann hat das gerade eine Menge rausgeholt. Hallo, du Schwachmat. Ja, toll. Komm ich auch so hoch? Achso, lol, okay. Okay, 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 okay. Nicht unwichtig. Dann sammle ich den Schmutz hier nochmal ein, nur um sicher zu gehen, aber ich glaube, das bringt mir nichts. Das muss ja eine Erklärung geben. Doch, es bringt mir schon was. Die Träumerkugeln einzusammeln bringt mir schon was. Oh, ich Idiot. Das ist, oh, das erklärt, warum ich es davor nicht geschafft habe und nur 7000 hatte. Oh, nee, ey. Habe ich schon eine Träumerkugel ausgelassen? Also du musst wirklich alles sammeln für den Highscore. Sprich, der zweite Versuch, der war eigentlich super gut, aber wir hatten da nicht alle Träumerkugeln und deswegen hat es nicht gereicht. Oh, ja, klar, also. Gib ihm! Ja, wie viele sollen noch spawnen? Fick dich, Mann! Du
Häslon! Dieser Scheißaffe da! Sehr gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir und Vex steht nur noch diese wirklich sehr sichere... Was ein Abfuck! Es darf einfach nicht wahr sein. Bis hierhin lief es so mega nice. Aber gut, es ist ja auch das Abschlusslevel für Welt 1. Dürfen wir immer nicht vergessen. Als ob ich die ersten zwei jetzt einsammle ohne die Doppelung. Alter! Pisst euch, Arschlöcher. Okay, die 500 sind wichtig. 100 zu wenig. 100 zu... Wir sind jetzt schon wieder schlechter als vorher. Ich kotze! Aber warum? Ich hatte ihn doch innerhalb des Zeitlimits besiegt. Was kann ich denn dafür, dass die Punkte erst so spät erscheinen? Piss dich. Okay. Nicht verrecken. Das ist das Wichtigste. Nicht verrecken. Assis killen. Auf die Scheiße hier, schnell weg. Wieso stirbt der Schmutz nicht? Leck mich! Verdammt, ich hatte gehofft, dass hier der Gegner spawnt. Okay. Wird die Träumerkugel auch verdoppelt? Von den Punkten her 500? Ich weiß es jetzt nicht. LOL! Ich fass es nicht. Warum passiert das? Wir haben keine Chance mehr, das zu schaffen, oder? Gebe noch nicht auf. Ich glaube, es ist auch noch machbar, Leute. Nicht den Kopf hängen lassen. Aber wenn ich jetzt nochmal sterbe, dann war es das. Wir waren halt davor so mega gründlich, deswegen können wir uns das vielleicht sogar leisten. 8000 brauchen wir, ne? 8-0. Das sollte doch drin sein. Gerade mit den Kills hier. Mit den Kills!
gut, Sackboy. Du bist schon fast oben. Zwischen dir und Vex steht nur noch diese wirklich sehr sichere... Okay. Wir ziehen das Positive aus der Scheiße. Man kann sich ein bisschen was leisten, eigentlich. Aber wenn dann halt Betrug kommt, dann ist es zu viel. Boah, der Schrei von eben hat mich... mich voll hops genommen. Mein Hals tut jetzt übelst weh. Immerhin kann man die Musik genießen. Die Musik ist geil. Verarsche weniger. So, aber ich call es. Jetzt schaffen wir es. Wir schaffen es jetzt. Okay? Wir schaffen es jetzt. Oh, ich bin zu weit weg. Hat das gezählt? Oh, nicht so gut. Nicht so gut. Egal. Durch einen Tod habe ich vorhin 500 verloren. Wenn ich das mir spare, dann sollte das im Endeffekt mehr bringen. Trotzdem, ich kotze schon wieder so hart. Das hätte besser laufen müssen. So, dich kill ich diesmal zuerst. Euch Schwachmaten. Dann habe ich da den Zeitdruck nicht. Ach, da kommen neue? Wie bitte? Eigentlich ist das ja gut. Oh ja, und wie? So, Fehler von vorhin wieder ausgeglichen. 4300. Wir hatten vorhin an der Stelle 3,7. Let's go! Das ist der Sieg. Baby. Gib ihm. Dann kann er sich auch mal einen Rasierer und einen Friseur leisten. Will ich? Oh shit. Oh shit. Kleiner Fehler. Kleiner Fehler. Ah, vielleicht sogar mittelgroßer Fehler. Dang. Das ist wichtiger. 500 jetzt hier nicht krepieren. Nicht krepieren. Okay. 6,5. Ich spiele jetzt ein bisschen sicherer als vorher. Na komm, das muss es sein. Das muss es sein. Hier die Dreckskugeln. Rauf mit dir, Bruder. Gönn. Träumerkugel. Gönn. Ich hab sie nicht. Wieso wird mir das als tot angerechnet? Wo bin ich denn? Nochmal verkacke. Es darf nicht wahr sein. Es darf auf gar keinen Fall wahr sein. Mann, warum sterben die? Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Aber es wird wahr sein. Es ist, ja. Reicht nicht. Oder? Warte, Bruder. Warte. Bleib cool. Bleib cool. Ich habe zwar am Ende maximal verschissen, aber... Die Kombos vorhin waren insane. 8000. Reicht, oder? Hier gibt es auch nochmal 200. Komm schon. Und jetzt sagt mir, dass das letzte Kostüm ist, dass das verfehlt. Weil ich kann da doch... Ja, okay. Und? Wie sieht's aus? Zeig doch das Ergebnis!
Yes! Brutal schlecht am Ende. Aber es hat gereicht. Oh mein Gott. Das ist auch eine Lehre für später. Wir wissen jetzt, was wir rausholen können. Und wie wir es rausholen können. Und auch, was man kompensieren kann. Das ist nicht unwichtig. Okay, nach der Assault-Einlage kommt jetzt der Boss. Wo sind die Flaschen? Fragt Jan Philipp. Sind nicht mehr da. Oh, bei doch hier. Und Justy! Lucky Seven, danke für eine Münze. Und Lisa lässt 3 Münzen da. Moin moin, wünsche dir noch einen schönen, erfolgreichen Stream. By the way, finde ich es schade, dass die Oma grafisch nicht so gut aufgearbeitet ist wie Sackboy. Besonders in den Cutscenes fällt das besonders auf. Bei Sackboy sieht man sogar die kleinen Fussel genial. Ja, habe ich auch so einen Kommentar gelesen. Vielleicht war das sogar deiner. Hast du recht, hast du recht. Aber sonst ist das Spiel mega hübsch. So, wir machen den Boss mit dem eben verdienten Kostüm. Das hat sich doch gelohnt dafür, sich den Arsch aufzureißen, oder? Für diesen Shit hier. Oh, das wird der Knaller! Ja, da bin ich auch sicher. Let's go. Ach so, kommt da erst ein normales Level? Ach, okay. Was bin ich eigentlich? Bin ich ein Schwein? Weil ich habe auch so ein Pferdehintern. Ganz, ganz weird. Och, da möchte jemand ein Held sein. So ein tapferes kleines Sackding. Ja, das bist du. Wir kämpfen aber nicht gegen Vex, oder? Weil der müsste doch normalerweise der Endboss sein. Ach so, man kann das hier auch werfen. Ah. Scheiße. Ich war jetzt ein bisschen überrascht von diesem Timer. Ich schätze mal, auch hier beim Boss-Level wird es halt einen Highscore geben. Deswegen müssen wir uns ein bisschen mehr anstrengen. Oh. Da ist sogar noch eine Träumerkugel. Kriege ich die restlichen Kisten jetzt nicht mehr auf? Verdammt. Kommen die immer neu raus? Ja. Warum fliegen die jetzt höher? Da ist ja gar nichts drin. Voraussichtlich. Man weiß nie. Sieht aus wie eine Pinata. Stimmt. Kostüm sieht aus wie eine Pinata. Habt ihr recht? Lol. Was war das? Unnötig. Oh, nächster Timer. Ich hoffe, ich komme nochmal zurück. Habe ich alles? Ah ja, mit seiner Hilfe müsste ich eigentlich zurückkommen. Ja, 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 genau, 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 genau. Träumerkugel, schön. Die zweite. Was ist das hier für ein Shit? Boah, ich sollte kein Risiko eingehen. Oh, warte mal, was ist denn hier? Komm ich da rein? Ja, da komme ich rein. Ach so. Hm. Okay. Naja, noch ein paar Kugeln. Warum nicht, warum nicht? Wenn man den besiegt, gibt es eigentlich auch Punkte. Ja, Sammelschellen sogar, wow. Sei vorsichtig. Es wäre doch wirklich niederschmetternd, wenn dir was passiert. Oh ja. Bei dem Level weiß ich echt nicht so recht, ob ich alles richtig mache oder alles falsch. Warten wir mal ab. Ich glaube, ich brauche noch eine Bombe. Ach nee, ich muss die da drauf werfen. Nein? Ja, wie soll ich denn hier sonst durchkommen?
Okay. Das hat mich aber nicht gekillt, warum auch immer. Weil ich habe vorhin ja eigentlich schon einen Hit kassiert. Oder regeneriert sich Sackboy nach einer Zeit? Vielleicht sogar nach jedem Checkpoint, das könnte sein. Ich sehe es vor mir. Nerviger Sackboy, lebendig begraben. Vix wird eine Parade abhalten. Ja, hier kriege ich auch nicht alles zusammen. Viel zu heftig. Hast du was verpasst bei den Bomben weiter hinten? Oh nein. Die letzte Kugel, oder was? Ich fürchte, ich muss es aber eh nochmal machen. Oder ist hier was in der Mitte? Weil die Kiste sieht so besonders gekennzeichnet aus. Das könnte doch sein. Ah ja, hast du das gemeint oder hast du was anderes gemeint? Jedenfalls haben wir jetzt noch alle Kugeln geholt. Oh, und ich bin tot. Okay, alles klar. Beeil dich lieber, Saki. Ich bin hier fast fertig. Egal, die No-Death-Geschichten, die mache ich ja off-camp. Aber Highscore und Sammeln wollen wir gerne on-camp. Oh, ein Zusatzleben. Nice. So, ich gehe mit 3100 in den Bosskampf. Vielleicht reicht das ja. Nein, wie rührend. Der tapfere Sackling, wild entschlossen, seine dummen kleinen Freunde zu retten. Hoffentlich dachtest du nicht, dass sie hier sind. Nein, sie arbeiten an meinem Auf-den-Kopf-Steller, weit weg von hier. Aber nur zu, guck ruhig mal. Ah, sieh nur. Sie rackern sich ab und amüsieren sich prächtig dabei. Aber sie brauchen Kühlmittel, damit alles funktionieren kann. Und nichts kühlt so gut wie die frische Luft der Berge. Vex. Also kämpfen wir tatsächlich gegen ihn? Mein neuer Look. Und ja, Bomben das sind auf etwas einem plump. Tödlichen Laufband. Aber ich mag sie so sehr. Hey. Okay. Festhalten. Alter, ist das scary. Hat der Lebensans? Ach, da links, okay. Hey! Nicht die Richtung. Ah. Oh. Das ist böse. Ja, das hätte ich wahrscheinlich eh nicht First Try geschafft. Wirklich seltsam. Wer hätte gedacht, dass Sackfiguren so viel Ärger machen? Aber ich sag mal, was ist denn eigentlich plötzlich mit dem Schwierigkeitsgrad passiert? Der ist ja ganz schnell explodiert, ey. Ich hoffe, die lösen keine Lawine aus. Okay, gib ihm. Nein, nicht ins Leere schmeißen, du Vollidiot. Okay, er hat nur noch ein Drittel. Ich bin diese Richtung leicht. Ich bin dich leid. Und all diese Gefahren. Nein, ich will nicht in den Schredderer. Dazu bin ich viel zu süß. Das heißt, aber du dagegen? Mit dem Spielchen. Mal sehen, was du jetzt machst. Nicht so wirklich. Ja komm, gönn mir ein paar Bomben. Genau. Zack. Zack. Und finish him. Yes. Ich werde mir diese Welt einverleiben, Sackboy. Und du kannst nichts dagegen tun. Also ein Psychopath. Es gibt keinen Zweifel mehr, Sackboy, mein Freund. Du bist aus dem richtigen Stoff gewebt, um ein Strickritter zu werden. Aber das war erst der Anfang. Wer weiß, welche Ressourcen er als nächstes stiehlt. Die wuchtigen Wipfel, hm? Huh?
Berühmt für ihre Bananen. Wirklich schlau. Dann schnell hinter ihm her. Viel Glück da draußen. Ich werde dich im Auge behalten. Wild, wild. Sehr, sehr geiler erster Bosskampf. Aber verstehe ich das richtig, dass man jedes Mal gegen ihn kämpft? Naja, wir werden sehen. So, ich habe zwar vorhin nicht alles eingesammelt, aber bin beim Bosskampf nicht gestorben. Das dürfte mir helfen. Und das tut es. So, jetzt bitte sagt mir, dass ich auch kein Random-Kostüm vergessen habe, weil das wäre echt scheiße. Komm. Mach hinne und gönn mir. Apropos gönnen. Danke, Ferami, für 9 Münzen. Endlich geschafft. Danke für die gute Unterhaltung beim Malen. Yes, wir haben's. Also nur das No-Death halt nicht, aber scheiß drauf, ey. Das ist schwierig. Und Monster Mom, danke für 10,99 für den Superchat. Ich schaue dich schon lange und wollte mal eine Kleinigkeit dalassen. Liebe Grüße aus Österreich. Liebe Grüße zurück und danke für den Support. Ja, das war Welt 1, aber da war ja noch so ein Speziallevel. Oder was genau ist das? Wir werden es gleich sehen. Aber klar, das Spiel möchte, dass wir in die nächste Welt reisen. Guck jetzt aber erstmal hier nach. Das könnte ja so ein ultimatives Speziallevel sein. Das Königreich Krablantis. Hä, das ist eine Welt? What? Aber... Ist das eine alternative Möglichkeit, die Welten zu wechseln? Weil eigentlich sollte ich ja mit dem Raumschiff fliegen, oder? Hä, aber warum gibt es das dann? Vor allem, ich hätte das doch schon vorher verwenden können, oder nicht? Oder ist das vielleicht eine Spezialwelt? Mit ultraharten Leveln? Die wuchtigen Wipfel. Also, es ist auf jeden Fall was anderes. Wir haben jetzt den Himmelhochgipfel gespielt. Und das sind die wuchtigen Wipfel. Was zur Hölle ist dann das? Chat. Das sind extra Level in einer anderen Welt, ja. Das ist eine Mini-Welt. Okay. Ja, dann werde ich mal überlegen, womit ich weitermache. Aber Welt 1 ist damit noch nicht komplett abgeschlossen. Man sieht es ja auch. Da anhand der Statistik. 38 von 48 Kugeln, 35 von 44 Preisen. Wir haben wohl noch was vor der Brust, bevor es in die zweite richtige Welt geht. Aber gut, okay. Wir haben heute viel geschafft, waren erfolgreich, hatten auch ein bisschen Zeug, aber ja, das braucht's. Joel, danke für die Münze. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Lasst gerne ein Like da für noch mehr Sackboy, A Big Adventure. Ich hab Bock, weiterzuspielen. Und ja, man sieht sich, Leute. Schönen Abend, schöne Nacht. Bis morgen und ciao.